Leute, ein herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Oh, was geht bei euch so? Ich habe den schönen Pulli und ein T-Shirt an, was meine Mom mir gekauft hat. Zum Geburtstag, so 2 Monate früher. Aber ich habe gerade beim runterlaufenden Bus auch schon vorbeifahren sehen, aber habe dann ganz schnell auf die Uhr geguckt und gemerkt, nee, das kann ja nicht sein. Also das wäre wirklich zu früh gewesen. So ein Entsorgungsding, da schicken wir immer die alten Geräte zurück. Aber Digga, wenn du Sachen aus dem Karton rausnimmst, musst du den Karton hier, weil du musst doch eh rauslaufen, sowieso. Weil ich so ein cooler Mitarbeiter bin, entsorge ich das jetzt halt. Gönnt sich der Alex richtig hier, Alter. Brötchen, 3 Stück. Was haben wir hier? Hashtag No. Produktplatzierung. Mireille. Okay, ich bin wohl nicht der Einzige, der den Busfahrer für grimmig hält. Gerade im Bus saß einer ganz vorne und hat, glaube ich, den Busfahrer gefragt, ob sie sich unterhalten können. Und der Busfahrer hat dann gesagt, ja klar, gerne. Ich habe es nur nicht so oft, dass mich das Leute fragen, weil ich bin scheinbar immer nur der grimmige Busfahrer. Weil ich habe auch schon mal was zu Ritwan und so gesagt, deswegen. Ich glaube im Vlog auch mal, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, da ging es irgendwie, dass er, wenn es 2 Türen vorne sind, immer nur eine aufmacht und auch immer so pumpig guckt und keine Ahnung. Aber fand ich gerade ganz witzig. Aber naja. Deswegen, Leute nie nach dem Äußeren beurteilen, sondern erstmal quatschen. These Death. Ist mir schon des Öfteren aufgefallen. Ja, aber einer, bei dem sich der erste Eindruck bestätigt hat, war Rafa. Den habe ich ja damals das erste Mal auf dieser Party in Stuttgart gesehen. Also wo wir vom Geschäft aus hatten. Mochte ihn da nicht, jetzt immer noch nicht. Ich frage mich ja, ob der mein etwas grünliches T-Shirt gleich in der Game-Aufnahme, ob ihn das triggert. Mein Color Key in OBS. Wir werden sehen. So muss ich mir halt ein anderes T-Shirt anziehen. Naja. Gut, ich begebe mich jetzt gleich in die Aufnahme und dann sehen wir uns entweder später oder. Das Bild wird jetzt wahrscheinlich ultra rauschen. Ich war gerade mitten in der Aufnahme. Wollte ich kurz Nase putzen gehen, weil mich meine Nase extrem abgefuckt hat. Und dann ist mir aufgefallen, fuck, Alter, ich habe gar nichts mehr zu trinken. Habe auf die Uhr geguckt, gemerkt, scheiße, es ist kurz nach 9:30. Bruder muss aber ganz dringend jetzt los. Kurz Edeka, weil sonst alles andere zu hat. Tja, heute bin ich selber mal einer von denen, die kurz vor Ladenschluss noch reingehen. Ja, ich mache ja noch eine Aufnahme ganz in Ruhe, gell? So auf richtig provokant auf jeden Fall. Wenn du selber im Verkauf bist, fuckt dich sowas immer total ab. So wenn so 2 Minuten vor Ladenschluss einer reinkommt und eine ausführliche Beratung will. Klar, manchmal machst du es halt, weil du doch trotz allem freundlich bist, aber du denkst dir so, ey Digga, dein Ernst. Vor allem die sagen dann auch manchmal echt so provokant, so ja, sie machen ja gleich zu, ne? So, ja, danke. Nächster Tag ist angebrochen, Musik. Molke. Ja, ich fahre mich jetzt kurz zum Bus, weil ich ein bisschen spät dran bin und starte aber jetzt gleich einen neuen Vlog. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung, bis dahin, haut rein. Fuhr.